Herzlich willkommen bei mir und meinem neuen Angelvideo mit Rushing Fishing 4. Wir befinden uns heute am Tunguska, wo wir auf die Amorwelze gehen und die Quappen nachts nebenbei beißen. Momentan stehe ich hier mit 45 Meter Clip beim Spot 40, 135 mit Regenwurm hätte ich beinahe gesagt, mit Tauwurm, ohne PVA und einem 1er Haken. Ich zeige euch gleich mal mein Setup und zeige euch, wo wir genau stehen. Hier kommt wieder eine Quappe. Wie gesagt, hier geht von den Abendstunden bis in die Morgenstunden rein. Quappen, Amorwelze beißen immer wieder. Ich habe aktuell eine 36 Kilo Schnur drauf mit einem Vorfach von 28 Kilo und 60 cm Länge und einen Zenit Etalon Muckerhook S1er Haken. Habe ich auf allen drei Routen drauf hier. Den Haken und den Tauwurm ohne PVA. Hier das gleiche und da habe ich auch nochmal das gleiche drauf, auch ein 1er Haken, das ist jetzt ein anderer, aber auch ein 1er Haken, auch 22,8 Kilo habe ich hier, ein bisschen kleineres drauf, auch 60 cm, aber alles Fluorocarbon mit 60 cm und ein Tauwurm. Der Spot ist hier bei den Koordinaten 5b, wie gesagt 45 Meter Clip. Hier gehen aktuell immer wieder die Amorwelze und die Quappen. Wenn man Glück hat, dann beißt immer wieder auch ein Sterlet dabei auf den Tauwurm. Aber hauptsächlich bin ich hier immer wieder an den Spot unterwegs, auf die Amorwelze und auf die Quappen. Tagsüber geht vielleicht einmal zwischen ein Sterlet mit drauf oder es gehen natürlich auch hier die Barsche mit drauf. Alles, was so auf den Tauwurm drauf beißt. Hauptbisszeit, wie gesagt, ist die Abendstunden rein bis in die Nacht und dann die Morgenstunden auf die Quappen und auf die Amorwelze. Tagsüber kann man auch hergehen, wenn man Lust hat, nimmt eine Stippe dazu und zusätzlich in die Hand oder eine Matchrute und wirft die noch mit aus mit Eindachsfliegenlarven oder Eindachsfliegen und probiert sie nebenher noch ein bisschen zu stippen oder mit Matchrute auf die Renken zu angeln. Da ist auf die dritte Rute auch schon wieder ein Fisch drauf. Da haben wir jetzt nochmal einen Amorwelz mit 1,2 Kilo. Also die Frequenz ist eigentlich, wenn der Spot hier immer wieder läuft, relativ gut. Auch die 45 Meter Clip mit Tauwurm. Man kann auch mal am Fischfetzen probieren, da gehen auch mal wieder die Amorwelze drauf oder mit die Quappen. Aber hauptsächlich, denke ich mal, wie vom Gefühl her, sind sie ja immer wieder auf dem Tauwurm unterwegs. Sind jetzt aktuell hier 18 Minuten Amorwelze, 5 Stück mit Haken. Der kleinste mit 850 Gramm und der größte mit 1,5. Und natürlich die Quappen 4 Stück, größte mit 5,1 und die kleinste mit 1,8. Man kann jetzt erwarten, dass der Spot hier auf großer Frequenz läuft. Die Amorwelze sind jetzt Fische, wo man sagt, die fängt man jetzt nicht großfrequenzmäßig. Wenn sie mal da sind, dann fängt man nachts ab und an einen mit drauf und die Quappen halt hauptsächlich an dem Spot, wo die Amorwelze da sind. Dann haben wir eine Quappe. Ich
meistens so bis um 18 Uhr und dann ist die Frequenz auf die Amorwelze und auf die Quappen auch wieder geringer, bis in die Abendstunden rein, dann zum 19, 20 Uhr, wo die Frequenz dann wieder eigentlich anfängt, auf die Quappen und auf die Amorwelze, dass dann da was mit auf den Haken geht. Ab und an vielleicht die Montagen überprüfen, ob vielleicht noch was dranhängt. Kann mal ganz schnell passieren, dass man es nicht mitbekommt, dass ein Fisch am Haken ist. Da haben wir jetzt nochmal die Quabbe mit 5,5 Kilo. Gibt natürlich auch gutes Silber und EP. Mal Glück hat, beißt die aber dann auch mal eine Trophy-Quabbe mit drauf. Sind wir jetzt bei 11 Fische in 21 Minuten. Und da haben wir nächsten Amorwels mit 1,243 Kilo.
Da haben wir jetzt nochmal eine Quabbe mit 925 Gramm. Sind wir jetzt insgesamt 26 Minuten hier, haben 6 Amerwälze vom größten 1,5 bis zum kleinsten mit Haken 850 Gramm. Die Quabben hier, die größte 5,5 mit den kleinsten mit Haken 1,8 und zwei Stück noch mit 483 und 425 Gramm. Insgesamt 13 Fische. Und die nächste Nacht geht los, die Fische fangen wieder das Beißen an. Barsch gleich zuerst, Willkommensfisch in der nächsten Nacht, ist der Barsch. Gucken mal, was auf der nächsten Rute her ist. Ich hoffe, das ist nicht wieder ein Barsch. Doch, wir haben nochmal einen Barsch. Ganze Zeit beißt nichts, tagsüber. Und dann kommt der Barsch hier. Ich hoffe, dass gleich noch was anderes kommt als ein Barsch hier. Wie gesagt, der Spot ist eher tagsüber aufgrund auf Tauwurm eher mau. Wenn dann ihr tagsüber hier steht, dann nimmt einfach eine Match oder eine Stippe mit Eintagsfliegenlarve, Eintagsfliegen, Köcherfliegen, Steinfliege und geht einfach bis 15 bis 20 Meter Clip, 1,50 bis 2 Meter Tiefe tagsüber einfach auf die große Bodenränge und so. Genau, mal der Eschen und so mit drauf, um euch die Zeit am Tag über zu vertreiben. Oder schmeißt einfach mal einen Maikäferlarve aus oder so. Genau, aber dann Sterlet und Stör mit drauf. Die wollte ich jetzt unbedingt nicht eigentlich tagsüber haben, die Störe. Von daher habe ich jetzt die Tau mal drauf gelassen. Bin jetzt einmal gleich direkt in die nächste Nacht geswitcht. Guck mal, was hier noch drauf geht. Jetzt die Nacht nochmal ein paar Amerwälze fangen. Nochmal ein Barsch, wenn wir es gerade so schön finden.
es euch nochmal gern zeigen. Wir stehen hier mit 45 Meter Clip bei 40, 135 auf Tauwurm, 1er Haken. Ich kann euch die Setups nochmal zeigen hier. 60 cm, 28,2 Kilo Fluorocarbon. Seine Edalon-Mucke S1 mit dem Tauwurm. Hier auch 60 cm Länge, 28,2. Auch der gleiche Haken mit Tauwurm. Hier dann nochmal auch 60 cm, 22,8 Kilo. Auch mit einem 1er Haken und einem Tauwurm. Wir hatten jetzt die letzte Nacht hier. 6 Amorwälze. Die Quappen hier, die 7 Stück. Und jetzt die zweite Nacht. Fangen wir an mit 3 Barsche. Ich hoffe, dass gleich noch Amorwälze und Quappen an die Ruten gehen. Da kommt gleich nochmal ein Fisch. Ich hoffe jetzt diesmal was anders. Na? Doch nicht? Mal die Route kontrollieren. Doch, es hängt was drauf. Was haben wir hier? Gucken wir mal. Es hängt was drauf, aber es ist größer, ne? Wir haben jetzt eine größere Quappe drauf oder wir haben jetzt wirklich einen Stör hier drauf, ne? Kann natürlich auch sein. Ich guck mal, den hier herkriege. Stör ist halt mit den kleineren Vorfächern auf Fluorocarbon hier ein bisschen blöd. Deswegen wollte ich eigentlich hier jetzt keine, wenn ich mit Fluorocarbon-Vorfächer angel, hier irgendwie Nashornkäferlarven, Maikäferlarven oder Muscheln drauf machen. Ungern. Weil ich die Störe jetzt eigentlich hier vermeiden wollte. Jetzt auf Tauwurm geht ab und an mal ein Sterlet eigentlich mit drauf. Normalerweise. Aber man hat auch mal einen Stör mit dabei. Das kann natürlich auch passieren. Mama. Kann jetzt alles sein, von großer Quappe, riesengroßer Amorwels, ein Sterlet, ein großer, ein Stör. Der schaut. Sibirischer Stör, habe ich es nicht gesagt, 13,2 Kilo. Die hängen halt da drin, ne? Störe hängen halt einfach hier in den Vorfächern drinnen und tun, du kriegst ja kaum hoch. So. Ich hoffe jetzt, dass hier gleich was drauf geht, noch was Amorwelz-mäßig ist. Oder Quabbe-mäßig. Mach schon mal 3 Barsche den Abend und den sibirischen Stör. Kommt auch nochmal was. Na? Die Mitte. Na komm. Jetzt wollen wir mal noch ganz kurz, bevor wir jetzt gleich die Route überprüfen. Müsste eigentlich hängen. Ja, was Kleines aber. Das ist was ganz was Kleines. Und Amorwels, 175 Gramm, 23 cm. Erste Amorwels die Nacht wieder. Amorwels braucht man halt Geduld, wenn man auf die geht hier auf Grund. Man kann es auch auf Schleppangeln probieren oder Treibangeln hier im Tunguska. Grund, wenn man unterwegs ist, die gehen zwar immer wieder ganz gut, relativ gut, muss man sagen. Jetzt nicht auf Frequenzangeln, aber sie gehen relativ gut immer wieder. Wenn man so nachts so 6 bis 7 Stück fängt in einem guten Gewicht mit Haken, kann man glücklich sein auf Grund. Man muss es halt wirklich probieren. Wenn er mal irgendwo ein Spot ist und sie beißen mit dabei, dann kann man das probieren und austesten. Vielleicht fängt man seinen Trophy. Hier wurden an dem Spot schon einige Trophys auch mitgefangen auf Tauwurm.
Und eine Ostbrause natürlich auch noch. Die darf nicht fehlen. Solltet ihr mal Ostbrassen suchen hier am Tunguska, könnt ihr euch hier auch hinstellen mit 20, 25 Meter Clip und könnt auf Ostbrassen angeln. Die gehen auch immer wieder ganz gut hier. Knoblauchdeich und Erbsenbrei. Standardbrassenfutter. Nur so als kleiner Tipp mal. So, normalerweise müsst ihr zu langsam die Frequenz wieder zunehmen. Vorhin hat man die letzte Nacht auch relativ gut auf die Amorwelze gegangen. Mal gucken. An den haben wir jetzt die Nacht hier schon. Zwar einen kleinen, aber vielleicht schaffen wir es nochmal, dass wir die Nacht nochmal hier 5 Stück an den Haken kriegen. Dass wir die letzte Nacht auch nochmal hier 6 Stück insgesamt haben. Und auch mal vielleicht ein bisschen die Rute anstupsen. Animiert ab und an mal. Halt. Wollte ich gar nicht machen. Und hier drauf. Und da kommen die nächsten. Ich hoffe, dass wir hier noch mal jetzt ein paar Amorwelze mit drauf kriegen. Der hängt jetzt noch nicht richtig. Hat wahrscheinlich bloß kurz angedockt. Der hängt aber. Aber auch wieder bloß was Kleines. Einen Bar. Schön, lassen wir wieder frei. Die andere Route noch überprüfen. Nee, da ist nichts drauf. Man sitzt halt bei dem Amorwelzen genauso wie bei den Störnen. Man sitzt da, muss warten, bis was drauf geht. Entweder es beißt die Nacht was oder es geht nichts drauf. Man hat mal in der Nacht Gutfänge. Die andere Nacht ist eher wieder weniger. Dafür hat man die Nacht, was darauf folgt, dann wieder mehr Bisse. Einfach ausprobieren und testen. Ich werfe mal nochmal neu aus. Mal gucken, vielleicht bringt es Glück. Aber und dann kann man sich hier überraschen lassen. Wirft eine aus und es bringt vielleicht Glück. Probieren es jetzt aus. Kann natürlich sein, dass die Nacht jetzt auch wirklich frequenzmäßig hier eher wieder wenig ist, dafür die nächste Nacht wieder besser läuft. Müsst ihr ausprobieren, müsst ihr testen, ob bei euch was geht. Ist wie meistens, bei einem läuft der Spot, bei jemand anderem läuft der Spot nicht. Da kann man jetzt nicht sagen, bei mir läuft der Spot, bei dir läuft er auch. Einfach testen, ausprobieren. Da hängt auch noch alles drauf. Jetzt warten wir einfach die Nacht mal noch ab. Gucken mal. Upp, Licht aus, Licht anlassen, ob noch was kommt. Oder ob die Nacht eher weniger ist. Die Nacht scheint wirklich etwas weniger zu sein. Wir sind jetzt aktuell mit 1 Stunde 14
2, 1, 2, 6, 7 Amorwälzen. Wir können mal vorgucken Richtung Laden, was wir für die Amorwälze kriegen. Was es da an Silber gibt. Vorhin schon gesagt habe, die eine Nacht beißen sie besser, die nächste Nacht dafür weniger. Einfach ausprobieren. Vielleicht beißen sie die nächste Nacht drauf wieder viel besser, ne? Man kann einfach hergehen, dann einfach stehen bleiben oder dann hergehen und sagen, man nimmt tagsüber dann ein bisschen die Matchrute in die Hand, die Stippe und probiert es mit Stippe und Matchrute nebenher. Oder man nimmt das Boot mit und geht tagsüber schleppen und stellt sich dann nachts wieder her und wirft wieder nachts auf die Amorwälze aus. Das muss man einfach probieren. Ist jetzt kein Spot, wo man sagt, man fängt wirklich auf Frequenz. Ist ein Spot, wenn man sagt, okay, das sind aktuell da, die Amorwälze, kann man ausprobieren. Stellt sich einfach hin, testet es an, schaut, ob man was fängt. Da haben wir jetzt nichts dabei. Gucken jetzt einfach mal in den Laden rüber. So, wir sind jetzt hier bei, ich nehme mal nur die Amorwälze. Alleine die sieben Amorwälze bringen jetzt 111 Silber. Einer mit 1,2 Kilo bringt 19 Silber. Alle Fische zusammen sind wir jetzt aktuell bei 229 Silber. Bei 19 Fischen, wie gesagt, das waren jetzt nur die Nachtstunden, was ich hier gestanden bin. Tagsüber habe ich jetzt hier nichts gefangen. Habe ich nicht irgendwie zusätzlich nur eine Rute raus gehabt. Da war eine halbe Stunde rum, mal wo ich jetzt wirklich keine Rute draußen gehabt habe, ne? Würde mal sagen, 45 Minuten haben wir die jetzt gefangen, die Amorwälze, die Quappen mit 229 Silber. Kann man probieren. Testet es aus, ob der Spot bei euch läuft, ob der Amorwälze fangt. Wenn das euch die Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.